Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech. Ja, was habe ich gemacht? Ich war noch mal kurz ein wenig unten, habe noch ein paar Erze geholt. Und vor allem, ich habe etwas durch meinen Grindstone gehauen, aber mittlerweile nervt das nur noch. Darum müssen wir jetzt schauen, dass wir jetzt dieses Gebäude da fertig kriegen. Ich habe schon mal die Umrandung komplett fertig gemacht und den Boden ausgehoben. Da kommt jetzt dann gleich unser Schmelzofen hin. Des Weiteren, ich war hinten bei unserem einen Dorf. Und wie gesagt, dadurch, dass ich hier die Map neu angefangen habe, ist jetzt ein Villager-Dorf gleich daneben. Ich freue mich wie ein Schnitzel, weil ich kann jetzt dann auch da schnell handeln. Sieht man auch hier. Ich habe ein bisschen Stein verkauft und habe mir einen Weg gekauft, dass wir da weitermachen konnten. Gut, dann hätte ich gesagt, schnappe ich mir ein paar Steinchen. Dass ich da mal unser Häuschen da fertig krieg. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich Hexer, ich nehme dich. Ah, schaut noch nicht mal schlecht aus. So, alles schön zumachen. Was ich oben mache, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich mach's jetzt, Ob ich jetzt alles von dem Haus mache, weiß ich noch nicht. Ich mache jetzt erstmal dann den Schmelzofen. Weil falls ich es nicht schaffen sollte, das in die Aufnahme reinzukriegen, dann mache ich das Haus dann off weiter, dass wir dann, wie gesagt, beim nächsten Mal dann langsam, aber sicher mehr in die Technik gehen, weil, ja, das zieht sich dann doch schon langsam. Und ich finde es halt leider nicht so extrem spannend. Das kann. Wie gesagt, wir haben da so 213 Mods drin. Vor allem, ich muss mal schnell gucken, habe ich noch Eisen rumliegen? Eisen. Eisen. Super. Schätzungsweise wird mir jetzt eins fehlen. Nein, es fehlt mir nicht. Ich habe nämlich Powercraft mit drin. Und das heißt, ich könnte jetzt solche Stufen machen. Aber nicht alles von Powercraft, sondern nur diesen die Dekoration davon. Gut, ich hätte gesagt, ich brauche noch einen Boden. Boden, Boden, Boden. Nehme ich den da, der schaut nicht mal schlecht aus. Die bauen den nochmal umtexturieren auf das Neue. Ich hoffe, dass ihr meinen Texture-Pack euch gefällt. Gefällt? Gefällt. Ich bin auch so gefällt. Ich höre da was rum. Schlendern. Okay, ich bin ja der Held vom Kartoffelfeld. Oder habe ich das eingesteckt? Nein. Dann geh zurück. Dann heißt es, ich brauche jetzt das ganze Graffel hier. Das auch. Die Steinchen nehme ich auch mit. Weil dann kann ich nämlich drüben weitermachen. So. Dann heißt es jetzt für mich, zuerst bauen wir den Ofen. Das ist nämlich das Wichtigste. Und zwar, da kommen diese Steine hin. Dann hätte ich gesagt, brauche ich nochmal welche. Und ich habe langsam die Befürchtung, dass die mir definitiv nicht reichen werden. Ja, die reichen mir definitiv nicht. Die reichen mir nicht einmal so. Na, ganz großes Kino. Gleich wieder abschlagen. Dieser kommt auf jeden Fall weg und dieser kommt auch weg. Ah, da könnten sie sogar für die Kleine schon mal reichen. Und zwar, dann brauchen wir den. Und dann brauche ich den. Und dann brauche ich hier den Smeltery Controller. Der kommt hier hin, der kommt hier hin. Und den Tank, der kommt hier hin. Gut. Das heißt, die Smeltery wäre jetzt sogar schon fertig. Dann hatte ich gesagt, kommt das Glas dahin, dass wir die nächste Reihe gleich anfangen. Das Casting Bassin kommt hier hin und der Table kommt auf die andere Seite. Uah, aua. Wieso ist jetzt da was drin? Spinnt der?
Auch nicht schlecht. Mal gucken. Nö, nichts drin. Ah, wollte mich über den Fick verarschen. Der nette Table. So, es ist 19 Uhr. Gleich nach draußen, gleich ins Bettchen. Und das heißt, ich muss jetzt wieder diese Steinchen durch den Ofen hauen und mir ist gerade was aufgefallen. Diesen Ofen abbauen. Diese 5 Eisen raus. Ofen hin. Ritt, ritt. Und ich habe meinen Eisenofen. Komme ich auch früh genug drauf, dass ich den schon längst hätte machen können. Dann habe ich hier meinen Grout. Zweimal Kohle. Und dann läuft der auch schon. So, jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das mache. Weil ich hätte es gerne dann doch so, dass ab hier auf jeden Fall Holz anfängt. So, schon schön intensiv die Farbe, aber schaut irgendwie nett aus. Gut. Ich hoffe, dass das Holz überhaupt reicht. Haha. Schaut momentan nämlich schlecht aus. Mist. Was bist denn überhaupt von Holz gewesen? Ein Hop-Seed-Planks. Okay. Wie viel fehlt mir denn? Zu viel. Kann ich aus dem Hopseed eigentlich auch Treppen bauen? Oder muss ich mich da mit Carpenters Block auseinandersetzen? Mal schnell gucken. Okay, das schaut aus, als wäre es von Natura. Nee, schaut nicht so aus. Gut, dann muss ich Carpenters Blöcke nehmen. Das heißt, ich habe es dann hier und ich muss dann hier einen Boden reinziehen. Oh toll, ich habe mal wieder keine Schaufel. Und ich muss gucken, ob ich noch so ein Holz auftreiben kann. Hopseed Planks. Da ist diese eigentlich wichtig. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Hopseed. Muss ich mal gucken. Ah, das ist dieser da. Okay, den habe ich definitiv nicht. Das ist nicht schön. Schönes Holz, aber ich hab's nicht. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Ja, was mache ich jetzt? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. So, dann hätte ich gesagt, habe ich damals 20. Ja. 30 noch am Laufen. Okay, so lange warte ich noch. Und ich brauche mal wieder Stöckchen. Und ich glaube, das geht so. Ja. Geht so? Ja. Geht so nicht. Okay. Und zwar Stairs, bitte. Und zwar die Carpenter Stairs, die sind da unten. Oh, ich brauche die Carpenter Blocks dafür. Okay, das heißt, ich muss die Sticks umtaufen. Habe ich ein Alternativrezept, ja? 1, 2, 3. Da brauche ich etwas mehr dafür. Oh mein Gott, sind es viele. Ich glaube noch nicht, dass das reicht. Ja, das sind 3 und ich brauche 6. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Okay, aber ich habe Gott sei Dank ein bisschen Holz. Oh, ja. Grout. Naja, machen wir. Ich wollte zwar warten, aber geht ja nicht. Ob's reicht. Ich glaub's zwar nicht, aber sonst muss ich nochmal von dem Zeug was herstellen. Gut. Ja.
Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich hätte gesagt, ich stelle mal ein paar Cleanstones her. Das heißt, ich brauche da mal schnell 20 Stück. Die kann ich nämlich schnell durchjagen. Ich weiß, ich könnte es da draußen auch machen, aber ich habe keine Lust, jetzt die ganze 20 Eimer da rein zu pulvern. Und dann hätte ich gesagt, mache ich da hinten so eine Art Bereich, wo die Tische hinkommen. Aus Cleanstones, beziehungsweise halt mit dem Schlüsselmod. Okay. Ich brauche, was brauche ich denn? Ich brauche eine Schaufel, das ist schon mal das erste. Und ich brauche Holz, das ist schon mal das zweite. Ja, ich habe 3. 1, 2, 3, das ist jetzt 4. Das ist 5. Nochmal, wie viel brauche ich? Ich brauche 6. 9, 18, 27, gut. Dann mache ich so. Alles klar. Und ich habe jetzt hier meine... Ups, 3 Stück. Und ich habe jetzt meine Stufen. Und ich habe immer noch keine Schaufel. Einmal Schüssel bitte. Einmal Cobblestone. Ich habe zwar noch Cobblestone einstecken. Keine Ahnung, warum ich das mache, aber ich habe es halt gemacht. Gut. Dann wieder nach drüben. So, das heißt also, wir machen die Carpenter-Stufen hier hin. Und drücken dann mit denen da drauf. Und jetzt werden die diese Stufen. Dann machen wir die zwei auch wieder weg. Dass wir das hier auch machen können. Cool. Schaut doch nicht mal schlecht aus. Oh. Hallo? Höhle. Und wenn ich jetzt da runter hüpfe, weiß ich definitiv, dass mich da bestimmt wieder einer begrüßt und aufs Maul haut. Okay, da unten ist aber keiner, wo man aufs Maul hauen könnte. Gut. Dann hätte ich gesagt, falls hier was Wichtiges drin ist, ich hab's nicht gesehen. Und das, Salz geben wir irgendwo vorbei. Okay. Komme ich raus oder komme ich nicht raus? Ich komme nicht raus. Toll. Oh, Fehler. Ja, wobei, ich habe doch mal Schlüssel dabei. Ich kann doch da draußen auch noch Stein machen. Da kann ich das Zeug vielleicht noch komplett zumachen. Oder so weit, dass ich nicht mehr runter muss. Aber ich sollte wenigstens das so bauen, dass ich rauskomme. Okay. Dann heißt es schnell nochmal rüber. Steine haben wir ja Gott sei Dank ein paar. Ist ja nicht so, dass wir keine Steine hätten. Wie oft, dass ich schon an dieser Scheißtür hängen geblieben bin. Das geht auf Kakuhaut. Okay. Nochmal abbauen, bitte. Weil das sieht man von hier unten besser. Oh, und meine 20 Cleanstones, das kann ich aber sowas von vergessen, dass das reicht. Ja, bleib halt wieder an der Tür hängen. Wie viel Kohle habe ich noch einstecken? Ich habe noch 4 einstecken, das ist gut. Stellen wir die auch rein und lassen die machen. Gut. Dann lege ich meinen Stone da rein. Oh, es geht kein Cleanstone. Ah, okay. Dann hätte ich gesagt, machen wir aus dem Cleanstone... Stone Bricks, gehen die? Ah, die würden funktionieren. Schön. Was haben wir denn hier alles Schönes, Feines?
Stone Bricks, es ist mir klar. Wobei, die schaut doch bestimmt nicht mal schlecht aus. Okay, jetzt mache ich erstmal diese Stone-Paneele. Die Sonne geht schon langsam wieder unter. So, und für die restlichen 8 nehme ich jetzt mal wirklich Stone Bricks und baue die mal dahin. Und dann kann man es mal angucken, wie es ausschaut von oben. Und ich finde, es ist immer so hässlich. Genau, dann lassen wir das so. So, und wie viel von den anderen habe ich? 5. Das heißt, mir reicht es definitiv nicht. Das heißt, ich brauche die 2 auf jeden Fall. Ja, dann hätte ich gesagt, lasse ich die mal durchlaufen. Dann sind es nämlich 6 und dann gehe ich schnell ins Bettchen. Weil in der Aufnahme möchte ich euch auf jeden Fall zeigen, wie der Ofen funktioniert. Das heißt dann nämlich, dann kann ich mich offline hinstellen und anfangen, die ersten Bahnen zu schmelzen. Dann brauche ich das nämlich nicht mehr an dem langsamen Teil da machen. Sondern da brauche ich mich einfach nur daneben hinstellen. Gut. Das heißt, ich muss jetzt hier auch ein paar Steinchen machen. Dann geht's nach drüben. Ich müsste jetzt ja Gott sei Dank alles dabei haben. Und wie gesagt, das Wichtigste ist also, dass das Haus dann noch erledigt wird. Ha, ich brauche noch mal 3. Das heißt, ich muss jetzt ganz schnell nochmal rüberfetzen. Und ich habe hier Sand. Ich brauche ein bisschen Kies, ich brauche ein bisschen Clay. Gut. Und nochmal gut. Und dann hätte ich gesagt 2, 4. 6, 8. 8 Stück sind. Dann brauchen wir 12. Und dann lasse ich die noch durchbrennen. Und in der Zeit kann ich dann schön brav die da machen und drüben hinstellen. Beziehungsweise dadurch, dass ich ja jetzt schon den Boden drin habe, kann ich ja eigentlich auch die Tische aufstellen. Das werde ich dann auch gleich machen. Okay. Wenn ich mal irgendwann mal was hab, könnte ich das eigentlich hierhin machen. Beziehungsweise, nee. Schmarrn. Machen wir so. Da fehlen mir jetzt auch. Ja, es fehlen noch ein paar. Und da kommen auch noch welche hin. So, dann hätte ich gesagt, mache ich dich und dich. Und dann brauche ich hier noch 2, 4, 6, 7 Stück. Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht brauche ich sogar noch mehr. Welcher hier? Das heißt, ich mache meinen Rucksack auf und ich brauche als erstes mal den Stencil Table. Genau. Der Stencil Table kommt hier hin. Kiste habe ich aber rein zufälligerweise nicht dabei. Nein, muss ich dann drüben gucken. So, als nächstes brauche ich ja das, was ich drüben vergessen habe. Toll. Als erstes schauen wir mal, wie weit das der ist. Er ist durch. Das ist nun mal nett. Und Kohle. Damit haben wir jetzt keine so großen Probleme momentan. Und ich habe die Pattern nämlich vergessen.